Mit Rauchbomben und Leuchtfackeln begrüßen die polnischen Fans in Tichy den ersten FC Köln zum Testspiel. Doch es soll kein falscher Eindruck entstehen. Hier freut man sich über den Besuch aus Deutschland. Zur Einweihung des neuen Stadions hatten sich die Fans genau diese Partie gewünscht. Es ist eine Wiederauflage aus dem Jahr 1976. Der FC am Anfang wirkt aber dennoch ein wenig benebelt. Die ersten Chancen gehören den Polen. Der Klassenunterschied von zwei Ligen zwischen Köln und Tichy kaum zu bemerken. Erst mit zunehmender Spieldauer findet der FC besser in die Partie, ohne dabei völlig zu überzeugen. In der 28. Minute dann das Foul an Simon Zoller, Elfmeter für Köln, und Matthias Lehmann tritt an. Aber er verzieht ganz knapp, das hätte das 1:0 für den FC sein müssen. Da weiß Matthias Lehmann selber, das hätte er besser gekonnt. Doch noch vor der Pause geht der FC trotzdem in Führung. Schnelles Umschaltspiel über Slavo Peschko und Simon Zoller. Kazuki Nagasawa mit dem 1:0 für den FC. Der wendige Japaner ignoriert einfach seine beiden Gegenspieler und erzielt die Pausenführung für Köln. In der zweiten Hälfte kämpfen die Spieler dann mehr und mehr mit den Temperaturen anstatt mit dem Gegner. Es sind annähernd 35 Grad im Stadion. Chancen gibt es immer seltener zu sehen und somit ist der Halbzeitstand auch gleichzeitig der Endstand. Der 1. FC Köln verabschiedet sich mit einem 1:0 von fantastischen polnischen Fans in Tichy.